Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und ich möchte dir heute eine Hintergrundtechnik vorstellen. Sie nennt sich im Englischen Faux Embossing, also falsches Prägen oder Fake Prägen und geht eigentlich darum, mit einer Handstanze den Hintergrund so zu gestalten, dass man ein Prägen nachempfindet. Und ach, bevor ich jetzt hier lange rumrede, zeige ich es dir lieber und dafür ziehe ich mal schnell um auf meinen Arbeitsplatz. Dann starte ich mal mit der Auslosung der Farben. Wir haben ja 50 Farben quasi in der Kollektion. Und das, die Basisfarben, die nehme ich ja immer raus, die suche ich mir dann halt entsprechend passend zu der Karte dann dazu. Aber von den 50 Farben, muss ich mal eingeben, 50, da suche ich jetzt mal zwei Farben, die ich wieder kombinieren möchte. Das ist einmal die 35 Schiefergrau. Gepaart mit der 22 Mango Gelb. Ha, bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass ich eine ähnliche Farbkombination schon mal hatte. Aber ich glaube, das war mit Curry Gelb und ein bisschen nicht so frisch. Ich bin gespannt, wie die heute zusammenpassen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die super gut zusammenpassen. Ist eine etwas herbstlichere Kombination, würde ich wieder sagen. Also so in meinem Empfinden ist Grau und Gelb immer so herbstlich. Und es ist tatsächlich auch so eine Farbkombination. Das gab es, glaube ich, im letzten Herbst ziemlich oft in den Klamottenläden. Da das überhaupt nicht so meine Farben, gerade so dieses herbstliche Gelb nicht so meine Farbe ist, finde ich es schön, aber würde ich es jetzt selber selten so kombinieren. So, jetzt hole ich mir mal ein paar Sachen dazu, wie Farbkarton natürlich. Und dann zeige ich dir heute die Faux Embossing, also die Fake-Präge-Technik. Ja, dafür hole ich jetzt mal kurz die Sachen zusammen und dann starten wir mit der Karte. Ja, das ging jetzt recht schnell. Ich habe mir einfach Farbkarton geholt, wie ich ihn jetzt hatte, Farbreste. Ich habe hier noch ein ganz kleines Stück von dem extra starken flüsterweißen Farbkarton, den etwas, also den normalen flüsterweißen Farbkarton und Grau. Ich habe mir überlegt, dass ich heute wirklich die Karte auch in dem Grau als Basis, glaube ich, mache und den Aufleger in diesem Mango und dann einfach nur kleine weiße Akzente setze, vielleicht setze ich mir noch einen, ja, ich mache vielleicht noch so einen kleinen Rand dazwischen in Weiß. Ja, und setze dann einen Spruch in Weiß drauf. Ich finde, dann kommt das nochmal besser zur Geltung und dann ist auch da nicht so ein harter Bruch. Aber das ist, ja, damit starte ich. Und ich arbeite heute mit Kreisen. Also du kannst da alle möglichen Handstanzen und Formen nehmen. Aber ich finde, mit Kreisen ist dieser Effekt, finde ich, eigentlich fast am coolsten. Deswegen habe ich mir jetzt mal die 1/2 Inch und die 1 Inch Kreisstanze geholt. Die gibt es ja jetzt aktuell im Jahreskatalog immer in diesen 1/2 Inch Abständen. Also 1/2 Inch, 1 Inch, 1,5, 2, 2,5, größer nicht. Die habe ich mir schon mal zur Berat gelegt und natürlich die Stempelfarben. Da gucke ich mal, heute wird es wenig gestempelt. Es wird nur halt der Gruß drauf gestempelt. Und da suche ich mir dann auch irgendwas Geburtstagsmäßiges. Ich muss mal gucken, vielleicht auch ganz klein. Aus dem klitzekleine Grüße. Ganz dezent. So, jetzt muss ich mal gucken, hier eine Seite gibt, die ich lieber nehmen sollte. So, muss mal kurz gucken, wie 21, wie in welcher Ausrichtung das jetzt 21 ist. So, es ist nicht 21, aber so, das ist die 21 Seite. Dann sollte ich mir das so auf 14,5 zuschneiden. Das ist ja auch immer so ein beliebtes Ding, dann genau falsch rum zu schneiden. Und bei 10,5 Falzen. Und somit habe ich meine Grundkarte.
schön nachfalten. Und ja, die ist super geworden. Den Rest von dem Grau kann ich mit Sicherheit noch mal gut verwenden für entweder so als kleinen Akzent, um da noch mal das Grau reinzubringen. Gucke ich mal. Auch hier ist wahrscheinlich noch 21 cm. Yep. Dann mache ich mir diese. Wie mache ich es? Ich will ja nur einen ganz schmalen weißen Rand drum haben und ich will den Einleger haben. Ich mache es 10,5, ich mache es mal 9,5, also dass das Grau relativ groß ist. Ach so, und mal 13,5 und ich schneide jetzt erstmal 13,5 ab, weil ich ja auch einen Einleger brauche und dann habe ich mir einen Schnitt gespart quasi. Also 9,5 schneide ich mir jetzt zwei Teile und dann habe ich den Aufleger und den Einleger gleich groß. Und dann ist der graue Rand halt wirklich schön, also größer. Und innen drin halt auch. Und dann mache ich mir ein kleines Stück in dem Gelb, in dem Mango-Gelb. Da, wie mache ich das? Da schneide ich mir jetzt einfach hier erstmal einen Streifen in... Ich muss schon wieder gucken. Irgendwie sind die nämlich nicht komplett. Also das sind die 21. Dann schneide ich mir so einen Streifen in 9 ab. Das ist so verwirrend. Nein. So brauche ich 13. Weil dann kann ich mir aus dem Rest hoffentlich noch eine schöne Grundkarte machen. Ja. 13, wenn ich nicht noch mehr brauche. Genau, und dann 9. Aber jetzt passt's. 9 mal 13 und dann habe ich hier einen etwas schmaleren Rand. Ich zeige es dir nochmal auf der grauen Karte. Das finde ich ganz schön. Man könnte den weißen Aufleger darunter auch weglassen. Also der ist wirklich optional, aber ich finde es halt, wie gesagt, ganz schön, wenn da nochmal ein weißer Rahmen ist. Ich glaube, dann kommt die Farbe ein bisschen besser zur Geltung, als wenn ich es nur so draufsetze. Siehst du den Unterschied? Ich weiß nicht. Also ich finde es tatsächlich jetzt hier, weil ich halt auch noch einen Gruß in Weiß draufstempeln möchte und auch den Einleger in Weiß mache, finde ich es tatsächlich brillanter. Also dann kommt das Mango-Gelb besser zur Geltung. Und den Rest, den brauche ich noch, um mir jetzt Kreise auszustanzen. Und zwar, also die 1 Inch sind halt recht groß, dann braucht man nicht so viel Zeit, sage ich jetzt mal. Mit dem halben Inch braucht man natürlich mehr Zeit. Ich arbeite mal mit der 1 Inch Stanze und stanze mir da jetzt einfach ganz viele Kreise drauf, aus. Und im Prinzip kannst du die Karte auch halt, wie gesagt, mit allen Sachen machen, die du möchtest. Also in einer Beispielkarte von Stampin' Up! Hatten sie im Prinzip das Gleiche gemacht mit den Schmetterlingen. Und dann einen Schmetterling an den anderen auf eine weiße Grundkarte, also weiß in weiß und weiße Schmetterlinge auf eine weiße Grundkarte. Und das hat einen schönen Effekt ergeben. Ich weiß gar nicht, ob das schon reicht. Ich stanze mir nochmal einfach nochmal so 2, 3 aus. Mal gucken, wie viel ich da jetzt so zwischen noch kriege. 1, 2. Ich gucke erstmal, wenn ich jetzt gleich noch welche brauche. Das Papier ist ja in der Nähe, kann ich ja nochmal drauf gehen. Und jetzt setze ich die hier. Also da bist du auch wieder frei. Du kannst es sehr symmetrisch machen. So, dass man sie wirklich ganz symmetrisch draufsetzt. Oder ein bisschen durcheinander. Ich glaube, ich mag es lieber
Oder vielleicht anders symmetrisch, dass man so Diagonalen zieht. So, das ist, glaube ich, ganz schön. So über die Diagonale. Aber dann brauche ich auch noch ein paar mehr. Ein bisschen auseinanderziehen. Ist vielleicht ganz schön. Aber ich würde sie jetzt auf jeden Fall so Pi mal Daumen machen und jetzt nicht genau abmessen. So. Du kannst dir da ja auch ein Lineal nehmen und das alles gerade ziehen, aber ist ja immer noch handgemacht und dann finde ich, muss das jetzt nicht unbedingt sein. Aber man könnte es natürlich auch luftiger machen und dadurch dann halt weniger Kreise. So, viel ich hier noch rauskriege und ob das dann reicht oder ob ich noch mehr brauche. Aber ich glaube fast, dass reicht. Da könnte ich ja dann auch einen Rest noch mal draufkleben. So, ich glaube, so finde ich das ganz cool. Und reicht auch. Wie gesagt, hier würde ich dann noch mal so einen Rest draufsetzen. Aber irgendwie ist es jetzt ja doch sehr gerade. Ich glaube, ich muss die Diagonale ein bisschen stärker machen, dass ich halt hier wirklich einmal so quer das mache. So, ich glaube, das finde ich cooler, wenn dann in der Mitte eine ist. Ja, es ist ein bisschen Fummelei, aber das Ergebnis ist wirklich cool und ist eine schöne Technik, gerade wenn du halt keine Prägemaschine oder Stanzmaschine hast, ist das natürlich eine ganz süße Option, da mal was anderes zu machen. Ja, so finde ich es, glaube ich, sehr gut. Und dann klebe ich das jetzt erstmal so vorsichtig auf. Und das mache ich, glaube ich, jetzt auch im Schnelldurchlauf, damit du mir zwar zugucken kannst, aber nicht jeden Schritt halt verfolgen musst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder dann geht es wieder normal weiter. Und dann hören wir uns wieder. So. Flüssigkleber und Attacke. So, das ist also quasi die Technik, die ich dir zeigen wollte, dass man, wenn man halt ein Objekt auf Farbe, Ton in Ton aufklebt, dann hast du halt diese erhabene Struktur und so kannst du halt quasi das Embossen imitieren oder das Prägen imitieren. Und das finde ich ist eine ganz süße Idee, um halt einer Karte nochmal, ist halt eine andere Technik, um dem Ganzen nochmal auch wieder was Pfiffiges zu geben. So, ich nehme mir hier jetzt einfach nochmal die Unterlage drunter. Ein bisschen Kleber ist hier und da drüber gegangen, was ja nichts macht, weil wir kleben es ja auch fest. Und ich schneide das jetzt einfach mit der Schere hier
an der Kante ab. Das geht super einfach. Wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch gut auf einem Hebelschneider, also Hebelpapierschneider, wenn du hast, machen. Aber es ist halt Kleber ein bisschen dran, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, so das zu machen. Meine Schere kann ich relativ gut und schnell dann reinigen. Und ja, so ein Hebelschneider, ja, das kann man ja auch reinigen. Kannst du beides nehmen. Oder was du halt auch machen könntest, die Grundkarte erst ein bisschen größer machen, die Kreise drauf kleben und dir dann halt quasi die Karte in dem richtigen Maß erst zuzuschneiden. Dann müsste man jetzt hier nicht so exakt arbeiten. Ist vielleicht auch immer eine Typfrage. Also grundsätzlich wäre ich, glaube ich, eher ein Typ für etwas größer machen und hinterher nachschneiden und auf die richtige Größe schneiden. Also dieses hier am Rand schneiden geht super einfach. Die Karte, die Schere hat ja Führung an der Grundkarte, aber ich bin doch eher so, ja, wie soll man es sagen? Ich bin pragmatisch und denke, naja, ein bisschen größer und dann hinterher gezielt mit einem richtigen Schneider nachzuschneiden, ist natürlich einfacher. Aber ich würde es jetzt auch nicht mit dem Stampin' Up! Papierschneider schneiden, weil man dann hier natürlich die zwei Lagen hat, wo es auch nicht so gut durchkommt. Aber ruckzuck, wenn du das so zugeschnitten hast, hast du halt eine schöne Grundkarte. Und du hattest gesehen, ich hatte hier an dem einen Kreis, war Kleber vorgequollen. Das habe ich mit dem Kleberadierer weggemacht. Hier hinten klebt es jetzt auch, aber das macht ja überhaupt nichts, denn ich klebe mir das ja jetzt noch auf die Grundkarte. So, nehme ich nochmal den Flüssigkleber. Und da nehme ich auch gezielt wieder diesen Flüssigkleber und auch die Spitze, damit ich das hier noch ein bisschen hin und her rücken kann, weil ich hier ja wirklich eine schmale weiße Kante habe. Und das schön gleichmäßig ausrichten möchte. Ja. Und dann habe ich halt noch so diesen Hauch Zeit, das zu verrücken. Irgendwie habe ich jetzt überall diese Klebepopel. Kleberpopel. Ja. So. Die habe ich jetzt da schön drauf befestigt. Ups. Und dann klebe ich die auch schon auf meine Grundkarte und danach überlege ich mir dann, wie ich da den Gruß aufbringe und was für einen Gruß ich aufbringe. Aber ich denke, eine Geburtstagskarte ist sehr wahrscheinlich, weil ich finde, dass das einfach auch immer geht. Geburtstag ist ja so das, was am meisten im Jahr vorkommt. Und Geburtstagskarten braucht man ja eigentlich immer. Aber du könntest natürlich jetzt einen Gruß deiner Wahl und was du halt hast draufkleben. So, dann bin ich gerade am Überlegen. Entweder klebe ich jetzt hier noch Punkt rein. Oder ich stempel Punkte rein. Das könnte ich natürlich auch machen. Habe ich irgendwelche Punkte? Stempeln könnte jetzt nicht so direkt. Fällt mir jetzt gerade nicht so direkt ein. Man kann natürlich immer mit der Rückseite von einem Radiergummi ganz schön Punkte stempeln. Hier so ein Bleistift, ne? Ich glaube, ich lasse es. Ich lasse es weg. Ich lasse sie mal schlicht innen drin. Kann man ja auch im Notfall nochmal hinterher machen und klebe sie jetzt einfach ein. So, mache ich auch mit dem Flüssigkleber. Nee, dann nehme ich mal wieder den Snail. Weil ich finde, dass der Flüssigkleber, der zeichnet sich halt schon, kann sich abzeichnen. Was jetzt auf dieser Karte hier überhaupt kein Thema ist, weil ich ja genügend Aufleger habe, aber bei dem normalen Flüsterweißen kann der sich halt wirklich
ja abzeichnen, wenn man den benutzt. Und das wäre halt ein bisschen schade, wenn man hier dann den fühlt oder sieht. So, das ist schon mal die Karte. Super, finde ich total cool. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ich gucke jetzt mal tatsächlich in die klitzekleinen Grüße. Schönen Geburtstag, das geht immer. Man könnte auch nehmen hier, genießt den Tag. Vielen Dank. Glückwunsch geht ja auch. Post für dich zur Geburt. Ja, könnte man auch machen. Also du könntest. Ich meine, das ist so eine schlichte Karte. Frohes neues Jahr könnte man auch machen. Aber ja, nein, ich oder in Gedanken bei dir. Nee, dafür ist es ein bisschen zu bright, also zu hell und zu freundlich. Da würde ich dann doch ein bisschen dezenter nehmen. Aber tatsächlich kommt es natürlich auch darauf an, warum man in Gedanken bei dir ist. Ich nehme Gedanken in Gedanken bei dir ja gerne als für Trauerkarten. Aber ich meine, es gibt ja auch Verluste, die vielleicht nicht ganz so schlimm sind, wie wenn man einen Menschen, einen lieben Menschen aus der Familie jemanden verloren hat. Sondern vielleicht ja auch sowas wie, ach, wenn sich jemand getrennt hat oder es schon irgendwie, oder Krankheit oder so. Und da ist vielleicht sowas ja auch möglich, wenn man dann sagt, ich bin in Gedanken bei dir. Und stehe dir bei, muss es ja nicht immer, ne, wenn jemand wirklich krank ist, kann man ja auch, ein bisschen zu doll gedrückt. Da muss ich nochmal ein bisschen dezenter auf und runter. Ja, das gefällt mir besser. Ich zeige dir gleich mal den Unterschied. Also bei dem einen habe ich ein bisschen sehr doll drauf gedrückt und schon, das ist halt eine sehr filigrane Schrift, dann gewitscht es so ein bisschen raus und die Kanten sind nicht so ganz präzise. Hier ist es ist ein minimaler Unterschied. Beide könnte ich, glaube ich, nehmen, aber ja. So, und dann muss ich mal gucken. Dann setze ich da auf jeden Fall noch was drunter. Und zwar entweder in dem Mango oder im Mango und Grau. Ich muss mal gucken. Ich mache mir jetzt einfach aus beiden Farbkartonresten einen Streifen und guck mal, wie ich die drunter setze. Passt das? Ach ja, das passt. Ich will eh nur wahrscheinlich so an den Rand gehen. Dann reicht mir das. Also, ich hatte überlegt, dass ich es entweder so mache und hier nochmal drauf setze. Und dann könnte ich tatsächlich so reingehen. Schönen Geburtstag, sehr schlicht. Quasi den direkt hier. Ach, ich bin ja voll aus dem Bildschirm. Also den hier so an das Grau dran setzen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das noch passt. Den dann so da drüber. Ja, das finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Ja, ganz schlicht, ganz schön. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, weißt du ja, dass ich das mag, wenn das eher schlicht und ruhig, also na, ruhig, also nicht so viel ist, also nicht so viel Klimbim und nicht so viel Schnickschnack und eher schlicht und dezent. Aber ich könnte natürlich schon gucken, ob ich da noch ein bisschen Glitzergarn drunter mache, um das so ein bisschen aufzulockern. Aber vielleicht lieber ein paar Steine noch drauf. Aber das passt nicht, da wüsste ich nicht, wohin damit. Also wo die Steine hin sollten. Weil ja gerade dieser Hintergrund soll ja gerade zur Geltung kommen. So wäre auch schön gewesen. Ach. Eigentlich bin ich ja wirklich tatsächlich eher jemand, der hier drauf setzt. Aber wenn man das mal anders macht, finde ich, ist es halt, ja,
auch schön. So, wie habe ich das jetzt hier gemacht? So, ja, ein bisschen drüber steht's. Ich schneide das jetzt einfach hier sehr gerade ab. Das war ja schon durch die Ausstanzung irgendwie, glaube ich, perfekt gerade. Und dann setze ich das hier so auf das untere Drittel über die Kreise. Das finde ich ziemlich schön. Dann nehme ich mir ein paar Mini-Dimensionals, obwohl da passen vielleicht auch die großen drauf, weil das ja ein bisschen drüber stehen kann. Vorne war, glaube ich, der eine Kreis. So sitzt das gut. Ich glaube, da brauche ich auch keinen dritten dazwischen. Das reicht völlig. Ja, und mal halt was, finde ich, ganz anderes, als ich sonst mache. Obwohl so vom Stil her, würde ich sagen, passt es schon zu dem, wie ich auch sonst meine Karten gestalte. Schlicht und einfach, aber ich finde eine witzige Technik. Ich weiß gar nicht, ob das so in der Kamera so gut hervorkommt, aber ich glaube schon. Also man sieht halt, dass es wirkt halt wirklich so ein bisschen wie geprägt. Obwohl, naja, man sieht schon, dass es aufgeklebt ist, aber ja, schöne Technik. Und ich bin gespannt, wie sie dir gefällt. Ich finde auf jeden Fall die Farbkombination auch mal wieder richtig, richtig schön mit dem Schiefergrau und dem Mangogelb. Und damit verabschiede ich mich schon für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Nächste Woche kommt nochmal ein Technikvideo. Das war gewünscht, dass ich nochmal von meinem Video zu der Staffeleikarte die Hintergrundtechnik mit der Mullbinde zeige. Das bekommst du dann nächste Woche zu sehen. Und wenn dich das interessiert, freue ich mich natürlich, wenn du wieder einschaltest. Und über ein Abo freue ich mich auch. Und auf jeden Fall sonst wünsche ich dir eine schöne Zeit, eine gute Woche und viel Zeit zum Kreativsein. Bis dann. Tschüss.